Hermann Minkowski, Mathematiker, 1902 bis 1909, Planckstraße 15. Hermann Minkowski wurde am 22.06.1864 in Aleksota, Litauen geboren und starb am 12.01.1909 in Göttingen. Er studierte Mathematik in Königsberg und Berlin und habilitierte sich 1886 in Bonn. 1892 wurde er erst außerordentlicher Professor und 1895 schließlich ordentlicher Professor in Königsberg als Nachfolger David Hilberts. 1896 wechselte er zum Polytechnikum nach Zürich und wurde 1902 ordentlicher Professor für Mathematik in Göttingen. Schon früh, als 18-Jähriger, löste Minkowski eine zahlentheoretische Preisaufgabe, die von der Pariser Akademie gestellt worden war. Er erweiterte die Zahlentheorie seiner Zeit um seine Idee von der Geometrie der Zahlen. Minkowski befasste sich auch mit den mathematischen Grundlagen der speziellen Relativitätstheorie, deren Gesetze sich in dem nach ihm benannten Minkowski-Raum darstellen lassen. Minkowski wohnte vom Wintersemester 1902-1903 bis zu seinem Tod in der Planckstraße 15. Hermann Minkowski wurde in Heidelberg begraben.